Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michał Siska und ich möchte Sie aufs Herzlichste willkommen heißen im Namen des Ferdinand-Lassalle-Zentrums und der Friedrich-Ebert-Stiftung bei einer Diskussion zum Thema, ob das demokratische und solidarische Europa möglich ist. Es freut mich, dass wir uns zum sechsten Mal zu einer Lassalle-Debatte treffen können. Das ist nämlich eine längere Tradition, die mit Patron unserer Organisation, Ferdinand Lassalle, dem Gründer der Deutschen Sozialdemokratie, verbunden ist. Er ist eben hier in Breslau geboren und zu Ehren dieses größten Politikers, der in unserer Stadt das Licht der Welt erblickte, veranstalten wir in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Debatten zu Problemen der gegenwärtigen Welt unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern von progressiven Milieus, nicht nur aus Polen, Deutschland, aber aus ganz Europa. Wir hatten schon zu Gast bei uns herausragende Persönlichkeiten aus der Politik mit dem bereits verstorbenen Professor Baumann an der Spitze oder der Politik. Es freut uns, dass wir in diesem Jahr unter uns herausragende Panelisten haben. Ich begrüße Herrn Professor Wolfgang Schröder aus der Kasseler Universität, früher Experte der IG Metall, Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen über die Industriepolitik, Staatssekretär AD im Arbeits- und Sozialministerium von Brandenburg. Ich begrüße Frau Dziemianowicz-Pong, Philosophin, Expertin im Bereich Bildung, Mitglied und Mitbegründerin der Partei RASEM und frühere Mitarbeiterin von Yannis Varoufakis und Mitarbeiterin des Lassalle-Zentrums. Danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich begrüße auch unter uns Herrn Professor Kevin Ray, Soziologe von der Koźmińskiej-Akademie aus Warschau und Mitglied der britischen Labour-Partei. Und ich danke auch Frau Agata Szczęśniak dafür, dass sie sich bereit erklärte, unsere heutige Debatte zu moderieren. Vielen Dank und herzlich willkommen in Breslau. Meine Damen und Herren, unser heutiges Treffen ist Europa gewidmet, da Europa am Scheideweg steht. In den letzten Jahren beobachten wir nämlich auf der politischen Landkarte Europas eine wachsende Zustimmung vier Gruppierungen, die sich der europäischen Integration widersetzen, die nationalistische Parolen verbreiten, die Anti-Immigranten-Argumente zu Felde führen, um neue Wählerschaften zu mobilisieren. Auf der anderen Seite haben wir europäische Eliten, die den Europäern Angst einzuflößen, versuchen mit der Gefahr der Populisten. Wir wollen heute uns darüber unterhalten, ob es eine Hoffnung gibt oder ist die Angst die einzige Motivation auf der europäischen politischen Bühne oder ob es auch eine fortschrittliche Hoffnung gibt für ein prosoziales Europa, für ein demokratischeres Europa. Und es freut mich sehr, heute mit Ihnen darüber diskutieren zu dürfen, eben am Geburtstag von Ferdinand Lassalle. Diese Lassalle-Debatten wären nicht möglich ohne die Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Dafür möchte ich mich noch einmal aufs Herzlichste bedanken. Und ich übergebe das Wort an Herrn Dr. Ernst Hildebrand, Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung, Vertretung in Polen. Bitte schön, Herr Direktor, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sie werden jetzt Ihre Kopfhörer brauchen, denn ich spreche Deutsch. Es tut mir sehr leid, ich spreche wirklich nicht viel Deutsch. Ich bin auch noch nicht so lange in Polen. Also ich bemühe mich um diese Sprache, aber es ist nicht so einfach. Also auch im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung ein herzliches Willkommen. Ich freue mich hier zu sein. Es ist das erste Mal, in dem ich in Breslau bin. Eine tolle Stadt, die finde ich total gut. Und ich hoffe auch, dass wir mit dieser Veranstaltung heute diese große Tradition der Lassalle-Konferenzen erfolgreich fortsetzen können. Ich bin mir sicher, dass wir eine sehr spannende und interessante Debatte haben werden. Das Thema, Michael hat es ja schon angesprochen, ist offenkundig von einer großen Aktualität, vor allen Dingen
auch im Vorfall der anstehenden Europawahlen. Also die Frage, wie es mit Europa weitergeht, wie Soziales ausgestaltet werden kann, wie es ökonomisch einigermaßen ausgeglichen gestaltet werden kann, ist, glaube ich, ganz offenkundig eine der großen Herausforderungen für die kommenden Jahre. Ich habe, bevor ich nach Polen gekommen bin, in Italien gearbeitet und dort gesehen, wie sehr auch Probleme, die mit der Mitgliedschaft der Europäischen Union verbunden sind, auch relativ starke alte Industrieländer mit in der Landschaft ziehen können. Und habe dort gesehen, dass ich eigentlich das Gefühl habe, es gibt mittlerweile zwei Spaltungen in Europa. Es gibt eine kulturelle Problematik, soziokulturelle Problematik, die so ein bisschen Ost-West verläuft. Man hat die an der Frage der Flüchtlingskrise gesehen, man sieht sie an der Frage des staatlichen Souveränität, des Nationalismus. Da scheint mir die Trennlinie in Europa eher zwischen Ost und West im Moment zu verlaufen. Auf der anderen Seite stellen wir natürlich auch fest, dass es zunehmend eine Nord-Süd-Spaltung in ökonomischen Entwicklungen gibt. Nordeuropa, Mittelosteuropa, diese Gegend, die entwickelt sich sehr gut wirtschaftlich gesehen, während Südeuropa immer größere Probleme hat. Also der Handel, den Deutschland zum Beispiel mit den Staaten, mit den Visegrad-Staaten hat, ist mittlerweile doppelt so hoch wie der Handel, den Deutschland mit Italien und Frankreich zusammen hat. Also diese Region hier ist dynamisch, hat eine positive ökonomische Entwicklung und deswegen hat zunehmend Probleme, sich in dieser Europäischen Union auf dem Niveau zu halten, dass sie gewohnt sind, die Menschen dort. Also insofern, ich glaube, die Lage wird immer komplexer. Die Instrumente, die wir haben, sind nicht definiert. Der Versuch, ein soziales Europa zu definieren, gleicht, um einen englischen Ausdruck zu nehmen, dem Versuch, ein Pudding an die Wand zu nageln. Jeder stellt sich darunter ein bisschen was anderes vor. Wir wissen von der Friedrich-Ebert-Stiftung aus Meinungsumfragen, die wir gemacht haben, dass in Deutschland und Nordeuropa, Skandinavien, den Niederlanden, Belgien, die Vorstellung, Sozialsicherungssysteme zu europäisieren, große Ängste hervorruft. Weil die Menschen darunter eigentlich sich vorstellen, dass es nach unten geht, dass ein Downgrading passieren wird, dass man demokratische Kontrolle über diese Systeme verliert. In vielen Teilen der neuen Beitrittsländer ist mit dem sozialen Europa eine positive Erwartung von, die Hoffnung auf höhere Standards, höhere Normen. Da irgendwie einen Mittelweg zu finden, wird sicherlich nicht leicht sein. Aber dafür sind wir da, dafür diskutieren wir und irgendwann müssen wir dieses Problem gelöst kriegen. Ich freue mich auf die Debatte, vielen Dank und ja, nochmal herzlichen Dank. Ja, ich gebe gleich weiter an die Moderatorin und noch eine organisatorische Mitteilung. Alle Bücher, die auf der Auslage liegen, sind natürlich zur Verfügung. Bedienen Sie sich bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Auch ich habe eine große Freude, hier in Breslau mit Ihnen zu sein. Und ich muss gleich eingestehen, man fühlt sich gleich anders, denn wir sprechen über Probleme Europas und nicht unbedingt nur Polens. Wenn ich in Warschau bin, dann habe ich den Eindruck, dass wir immer wieder ununterbrochen hin und wieder nur über Polen sprechen. Was bevorsteht, ist die Europawahl. Man spricht sehr viel darüber, wie Europa in unterschiedlichen Krisen steckt, über die Krisenherde in Europa wird gesprochen, aber das scheint uns diese viel zu tangieren, denn polnische Probleme, polnische Fragen, ökonomische Natur, soziale Natur scheinen uns viel stärker zu beschäftigen als das, was über den Tellerrand liegt. Ich freue mich also, an dieser Debatte teilnehmen zu dürfen, die eine etwas breitere Perspektive skizzieren wird. Da wir darüber diskutieren sollen, ob ein dritter Weg denkbar wäre, aber natürlich ganz anders verstanden, als es vor Anno dazu mal war, wo wir über den dritten Weg gesprochen haben, ob ein Europa mit mehr Demokratie und mit mehr sozialer Komponente denkbar ist, dann fragen wir erstmal, warum dieses Europa demokratisch sein sollte und warum das möglicherweise eine Lösung, eine Hoffnung sein könnte.
demokratische Europa. Und im Zeitalter, wo viele Gruppierungen, die wir für gefährlich halten, an Stärke gewinnen, warum sollte plötzlich mehr Demokratie in Europa Abhilfe schaffen? Und das nicht wohl auch riskant oder gefährlich wäre? Denn wir sehen doch in Polen, wir haben eine Demokratie und dann stellt sich plötzlich heraus, dass diejenigen, die wir nicht so gerne an die Spitze hätten, von denen wir nicht unbedingt gerne erwarten, dass sie ihre Programme umsetzen, dann zum Zug kommen. Was ist denn, was hat dieses demokratische Europa auf sich? Warum ist diese Idee so hervorragend? Ich möchte gerne mit Herrn Professor Schröder beginnen. Ja, auch von meiner Seite möchte ich ganz herzlich Dankeschön sagen für die Einladung. Ich bin schon öfter in Breslau gewesen, das ist wirklich eine tolle Stadt und insofern auch gerne hier zu dieser Debatte. Ausgangspunkt ist die Frage, warum muss Europa demokratisch sein? Das ist eine zentrale Frage, weil diese Frage nicht so einfach zu beantworten ist. Weil Europa ist ja kein Staat, ist kein Volk, hat keine Öffentlichkeit, so wie wir das auf nationaler Ebene kennen. Der Ort der Demokratie hat etwas mit Nähe zu tun, hat etwas mit Überschaubarkeit zu tun. Und gemeinhin sprechen wir von Demokratie vor allen Dingen im Zusammenhang mit Nationalstaaten, weil dort die Bedingungen für Demokratie bestehen. Wir haben dort Öffentlichkeit, wir haben dort ein Volk, wir haben in der Regel eine Sprache, die verständlich ist und wir haben Parteien, die in der Lage sind, für diese Öffentlichkeit Interessen und Legitimation zu organisieren. Wenn wir jetzt auf die Europawahlen schauen, da haben wir 200 Parteien, die dort in ihren Ländern für das Europäische Parlament werben. Und diese Parteien werben aber eigentlich nicht für Europa, sondern die werben für sich, die werben für ihre Themen im nationalen Kontext. Also insofern könnte man auch sagen, die Europawahlen sind Wahlen auf nationaler Ebene und die Kräfteverhältnisse auf nationaler Ebene werden dann übertragen auf Europa, ohne dass es eine echte europäische Debatte gibt. Und dann haben wir die Zusammenkunft im Europäischen Parlament, die ja am Ende weniger auf der Grundlage der Parteien stattfindet, sondern auf der Grundlage von Fraktionen. Und diese Fraktionen werden aber eigentlich gar nicht gewählt. Also das ist alles ein recht schwieriger Zusammenhang. Deshalb würde ich sagen, erstens, die Legitimation der Demokratie in Europa läuft über die Nationalstaaten und diese Legitimation über Nationalstaaten repräsentiert sich am stärksten letztendlich über den Europäischen Rat, weil dort sind Legitimierte durch die jeweiligen Wahlen in diese Position gekommene Vertreter, die dann ihre Position mit den entsprechenden Mehrheitsverhältnissen der jeweiligen Nationen im Rücken dort vertreten. Und das ist ja die spannende Debatte, die wir seit vielen Jahren haben. Soll man das Europäische Parlament aufwerten, weil das die eigentliche Demokratie ist? Und wenn man das Europäische Parlament aufwertet, dann muss man ja die Frage stellen, wer wird dann abgewertet? Und die Abwertung würde ja vermutlich in Richtung des Rates gehen und damit in Richtung der Instanz, die am ehesten legitimiert ist, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Also viel von dem, was man unter Demokratisierung Europas versteht, könnte man auch als Delegitimierung und als Schwächung von Europa verstehen. Also die Stärkung des Europäischen Parlaments, das wäre jetzt ein Punkt erstmal für unsere Debatte, könnte auch eine Schwächung Europas, könnte eine Schwächung der Demokratie sein, weil dies ginge zulasten des Europäischen Rates und das ist die eigentliche Instanz, die legitimiert ist, zu sprechen, die legitimiert ist, Kompromisse zu machen. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, im Europäischen Rat, da geben die Länder den Ton an, die stark sind, die mächtig sind, aber das ist ein Prozess, den man, glaube ich, nicht so schnell umbauen kann. Das zweite Moment, über das immer stark gesprochen wird, ist dann die europäische Zivilgesellschaft, über direktdemokratische Möglichkeiten. Aber da haben wir ja auch in den letzten Jahren einige schlechte Erfahrungen gesammelt. Das heißt also, die
Instrumente der Direktdemokratie waren in den letzten Jahren Instrumente, die dem Rechtspopulismus zur Macht, zu Ansehen, zu Einfluss verholfen haben. Insofern würde ich mir über dieses Instrument der direkten Beteiligung der Bürger nicht versprechen, dass wir zu mehr Demokratie kommen. Und dann sind wir ja auch bei einem entscheidenden Punkt. Demokratie ist ja nicht einfach nur der Legitimationsmechanismus für Mehrheiten, sondern Demokratie ist ja immer auch ein Stück weit das, was Minderheiten berücksichtigt. Und wenn man aber den Volkeszorn über Direktabstimmungen organisiert, meine ich, wird man Demokratie als auch Minderheitenrechte berücksichtigend nicht unbedingt stärken. Also unter dem Strich, das europäische Format ist nicht so, wie wir klassischerweise den Raum der Demokratie kennen. Und weil das Format der Europäischen Union nicht so aufgestellt ist, können wir auch nicht einfach die Mechanismen, die Instrumente und die Legitimationsmuster, die auf der nationalen Ebene existieren, auf Europa übertragen, sondern wir brauchen hier noch einige weitere Entwicklungen. Und das setzt daran an, wir brauchen natürlich dann, wenn man die gleichen Mechanismen wie auf nationaler Ebene anwenden will, auch auf der europäischen Ebene, dann entsprechende Strukturen. Das heißt, es brauchte mehr Staatlichkeit, es brauchte mehr eine einheitliche Identifikation und es brauchte Öffentlichkeit. Und erstens sind wir weit davon entfernt und zweitens ist es auch fragwürdig, ob das so sinnvoll ist, in diese Richtung zu gehen. Soweit mal ein erstes Statement. Wir sprechen hier auf dem Podium etwa 40 Minuten lang, also bis 19 Uhr, und dann öffnen wir uns hier den Saal. Gut, dann bitte ich noch Frau Dr. Agnieszka Dziemianowicz-Bock. Sie arbeitet für DIEM 25, mitbegründet von Janis Varoufakis. Manchmal sagt man ja, dass Janis Varoufakis Bewegung ist, ja, wie demokratisch muss das sein. Und ihr seid jene Kraft, die sehr laut und mit Nachdruck von der notwendigen Demokratisierung Europas spricht. Wie stellt ihr euch das vor? Ihr und ganz speziell du. Danke für diese Frage und vor allem danke ich herzlich für die Einladung. Auch mich freut es sehr, an dieser Diskussion teilnehmen zu dürfen. Und ich stimme der Meinung zu, dass Diskussionen über das Aussehen Europas ausgerechnet im Wahlkampf zum Europäischen Parlament stattfinden sollten, auch dann, wenn das nicht mit Kandidaten geführt wird oder unter Wahlkomitees. Umso mehr danke ich dafür, dass Sie das organisiert haben. Der IM25, es gibt auch andere ähnliche internationale Bewegungen, die europaweit agieren. Der IM25 spricht mit Nachdruck von der notwendigen Demokratisierung Europas. Aber das ist keine Demokratisierung zum Zwecke der Demokratisierung. Nein, das Die Frage, zumindest ich stelle sie, oder ich antworte sie positiv, wir sollten Europa demokratisieren, nicht nur, weil Demokratie ein Wert an sich ist, sondern auch deswegen, weil aus meiner Perspektive das vereinte Europa, das Projekt der Europäischen Union, wird ohne Demokratisierung nicht komplett, wird auch nicht überdauern. Ja? Europa sollte ein Einheitsprojekt sein und stehen geblieben ist es bei den Freiheiten. Man konnte sehr viel erreichen, keine Frage, aber
Das wird nicht weitergehen, wenn manche Demokratisierungsprozesse nicht umgesetzt werden. Also für mich ist die Demokratisierung eine Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der europäischen Einheit. Gleichzeitig stimme ich auch damit zu, dass die Demokratisierung Europas allein noch nicht ein solidarisches oder noch nicht ein soziales Europa garantiert. Das sind nur die Verfahren. Oder gar befürchten, wenn wir nur Demokratisierungsprozesse umsetzen würden, dann wird es immer noch kein soziales, kein solidarisches Europa sein, sondern vielleicht an Europa paneuropäischen Nationalismus werden, wenn es vielleicht europäischen Nationalismus, was aus globaler Perspektive in den nächsten Jahrzehnten zu einer großen Gefahr wird. Natürlich gibt es Schritte, die man gehen sollte. Ich persönlich bin der Auffassung, dass die Aufwertung des Europäischen Parlaments als dieses Organ, das ein direktes Mandat von den Wählerinnen und Wählern hat, das ist ein notwendiger Schritt. Kein einziger Schritt. Eine große Herausforderung bildet auch das Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit, das Fehlen einer europaweiten Debatte. Und infolgedessen werden Debatten im Vorfeld der europäischen Wahlen immer auf nationaler Ebene. Also der nächste Schritt nach der Demokratisierung ist der tatsächliche Kampf darum, welche Visionen wir in dem wahlreichen Europa umsetzen sollen. Ja, man muss mutige Programme oder mutige Ideen für konkrete europäische Politiken entwerfen, was ja übrigens auch passiert, wie Europa als Ganzes zusammenhalten könnte. In dem ersten Votum hörten wir, dass Europa in zweierlei Dimensionen gespalten ist, kulturell Ost-West und wirtschaftlich Nord-Süd. Meiner Ansicht nach könnte man das auch umkehren. Europa ist auch wirtschaftlich in Ost und West, Mittel- und Osteuropa ist neben dem Süden eine weitere Peripherie der Europäischen Union im wirtschaftlichen Sinne. Aus dieser unseren Regionen erfolgt die größte Binnenmigration in den Norden und Westen Europas. Und von der anderen Seite, diese kulturelle Spaltung in Verbindung mit Nationalismus, mit Rassismus, die nationalistische Seite ist nicht nur vorhanden in Mitteleuropa. Da gibt es Österreich, da gibt es Italien, Sardinien, also nicht nur Orban und nicht nur Kaczynski. Also das ist kein typisch osteuropäisches Phänomen. Um diese Probleme zu lösen, muss man mutige soziale Programme auflegen und Projekte anbieten, die wirtschaftliche Gemeinschaft ergänzen könnten, die Freiheit, und das Gefühl geben, dass wir in einem europäischen Welfare State leben, der sich um seine Europäerinnen und Europäer kümmert. Und das lässt sich mit Hilfe demokratischer Prozeduren erreichen, wenn diese um ein sinnvolles und demokratisches und soziales Angebot flankiert werden. Und das ist der Punkt, warum ich die Bewegung von Varoufakis für die Teilnahme an der Wahl entschieden hat. Ja, aber dieses europäische Denken sieht man bei vielen europäischen Parteien. Ich will sie jetzt nicht alle auflisten. Aber auch in der politischen öffentlichen Debatte gibt es Forderungen nach Umsetzung europaweit. Standards, die sozialen oder die Gesundheit. Und davon möchte ich gerne mehr sehen.
der Diskussion allein oder mit der Diskussion darüber, ob Europa demokratischer sein sollte, werden wir uns gegen den Populismus nicht durchsetzen können. Ja, nach diesen konkreten Politik werden wir noch später fragen. Aber jetzt eine kurze journalistische Frage. Und was ist mit der Europäischen Kommission? Wir hatten neulich den Besuch von Franz Timmermans in Polen, ist der Spitzenkandidat der Liberalen. Und kandidiert für die Präsidentschaft der Europäischen Kommission. Das wird er wahrscheinlich nicht erreichen, aber es gibt Stimmen, dass das ganze Prozedere anders aussehen sollte. Und wie seht ihr das? Ja, dieses Verfahren ist A, kompliziert und B, sehr mittelhaft. Und erneut bräuchten wir alle eine Demokratisierung. Ja, aber die Spielregeln sind, wie sie sind, deswegen entscheidet sich Janusz Varoufakis auch für diesen Posten zu kandidieren, was Schlüsselcharakter hat, was wir uns bewusst werden sollten. In der öffentlichen Rezeption ist das unwichtig. Wenn wir in Brüssel fragen würden, wer kandidiert als Spitzenkandidat, welche Kompetenzen hat der Präsident, dann interessiert das die Leute? Ja, vielleicht Studierende der Europäistik. Ja. Ein Element der europäischen Politik ist, dass der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin, auch wenn ihr Leben von europäischer Politik mitbestimmt werden, dass die wenig damit zu tun haben. Dieses Problem könnte man entschärfen, indem man die Verfahren vereinfacht. Wir haben zurzeit eine Bildungskrise in Polen. Immer wenn man versucht, über die Bildungssysteme in Europa zu debattieren, zu diskutieren, dann ist man nach 3 Minuten durch. Denn dann sagen die Leute, darüber können wir nicht sprechen, denn das ist die Kompetenz der Nationalstaaten, das sind kulturelle, historische Aspekte und Erasmus Plus, das ist das einzige pädagogische Programm oder Bildungsprogramm, das europaweit funktioniert. Ja. Das Fehlen der europäischen Öffentlichkeit, das Fehlen europäischer Broadcaster, darüber hinaus fehlen noch Elemente, gemeinsame Elemente im Bildungssystem, ohne europäische Erziehung, ohne den Aufbau irgendwelcher Verbindungen zu europäischen Institutionen, Verbindungen zu der europäischen Öffentlichkeit, kann man kaum damit rechnen, dass durchschnittliche Europäerinnen und Europäer sich für die Präsidentin der Kommission interessieren werden. Herr Professor, ist es eigentlich um die europäische Zivilgesellschaft aufgestellt? Ich möchte eine Frage nach der europäischen Öffentlichkeit stellen. Manchmal habe ich den Eindruck, die gibt es doch. Paradoxerweise ist sie während der Migrationskrise zum Vorschein gekommen. Die Nachrichten darüber oder auch Fake News darüber sind durch ganz Europa weiter gepostet worden. Es ist so etwas wie eine Art Common Sense entstanden, bedauerlicherweise nicht in unserem Sinne, aber irgendein gemeinsames Verständnis dieser Situation wurde doch kolportiert. Sehr gemeinsam für viele Gesellschaften in Europa. Danke für die Einladung und die Gelegenheit zum Gespräch, zur Debatte über diese so wichtigen Themen. Zum Thema Migration, das hat natürlich unterschiedliche Facetten. Beginnen möchte ich mit meinem Vaterland, mit Großbritannien, wo es ein basisdemokratisches Referendum gab, wo die Beteiligung historisch gesehen die höchste war und sie stimmten gegen die weitere Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union. Das Hauptthema bei diesem Referendum war, wie Sie wissen, eben die Migrationsfrage. Es ging vor allem um das Entgegenwirken der Bewegungsfreiheit innerhalb der EU, und für die rechtspopulistischen Politiker war es wirklich ein gefundenes Fressen. Sie konnten alles darauf abwälzen, dass die Grenzen nicht offen seien.
Es war natürlich nicht der einzige Grund dafür, dass die Briten so und nicht anders abgestimmt haben. Aber es war der mit Abstand emotionsgeladenste, emotionalste Grund. Er hatte auch den größten Einfluss auf die Bevölkerung. Wenn wir unser Take-Back-Control, das war das Schlagwort, wir wollen wieder unsere Grenzen überwachen, dann sind unsere Probleme soweit gelöst. Die sogenannte Flüchtlingskrise, als in Polen, in Ungarn, in anderen Ländern auch diese Frage heraufbeschworen wurde. Es ging auch um die Kontrolle der Außengrenzen, die Kontrolle dessen, wer in unser Land einreisen darf. Die Öffentlichkeit hat sich dieses Recht beansprucht. Natürlich bin ich absolut dagegen, dass man das so sieht. Das ist eine Situation, wo die rechtspopulistischen Parteien die Antimigrationsparolen zum Aufbau ihrer Popularität missbrauchen. Aber denken wir auch daran, dass es in der EU auch eine Anti-Flüchtlingspolitik gibt. Wenn wir 2018 waren etwa haben 2.200 Flüchtlinge gefunden im Mittel. Darüber wird nicht gesprochen. Und wo gibt es jetzt diese konsequente und kohärente Migrationspolitik, wenn wir doch solche Zahlen akzeptieren müssen, oder die eigentlich akzeptieren, dass Hunderte oder Tausende Menschen auf der Flucht vor dem Krieg, vor Verfolgung. Übrigens sind das Kriege, wo die Schuld auch ist, dass wir das überhaupt dulden. Vielleicht wird es auch aufzeigen, wie schwierig es ist, eine Demokratie aufzubauen, wo die Spaltungen so tief gehen. In der EU gab es ja die Flüchtlingsströme, Migrationsströme nach Großbritannien aufgrund des Wohlstandsgefälle. Aber die Menschen in Großbritannien sind von der Regierung belogen worden. Sie behaupteten, nach dem polnischen EU-Beitritt werden 15.000 polnische Bürgerinnen und Bürger nach Großbritannien kommen. Es sind dann 1,5 Millionen gekommen. Ich bin natürlich für offene Grenzen, aber alle wussten, das ist eine derartige Massenmigration geben wird, dann muss man die Gesellschaft auch irgendwie darauf gefasst machen. Wenn es Tausende oder gar Hunderttausende von neuen Einwohnern der Region geben wird, dann muss man neue Schulen, neue Krankenhäuser und so weiter und so weiter und sofort bauen. Das ist dann konsequente und kohärente Sozialpolitik. In der EU kann man Grenzen öffnen, es gibt dann aber keine kohärenten sozialen Abhilfemaßnahmen, um das aufzufangen. Und ich komme nochmal auf die Flüchtlingsfrage zurück. Ich glaube, das ist auch emblematisch für die Probleme, die wir jetzt haben. Diese nationalistisch angehauchten rechtspopulistischen Parteien können sich das eben für den Aufbau ihrer Popularität zunutze machen, missbrauchen. Aber die EU macht eigentlich nichts anderes. Das verlagert sich dann auf die Außengrenzen der EU. Ich weiß, dass ich nicht sehr viel über Demokratie gesprochen habe, denn ich weiß nicht so richtig, wie die Demokratie und wie das der Demokratie hilfreich wäre. Aber die Ungleichheit scheint für mich hier das größte Problem zu sein. Und es ist wirklich sehr schwierig, eine Gesellschaft zu bauen, wenn es ein solches Gefälle gibt. Und das ist genau das, was Sie vorher gesagt haben. Es geht um den Respekt für die Rechte der Minderheit, sei es Flüchtlinge in Deutschland, sei es polnische Bürger in Großbritannien. Genauso wie Professor Schröder vorher sagte, die Demokratie muss auch im Interesse der Minderheiten agieren.
Ja, diesen Gedanken würde ich gerne fortfahren. Agnieszka, ich komme jetzt auf dich zurück. Die Sozialpolitiker könnten eine Antwort darauf sein, um eben eine starke Bindung oder Koppelung zwischen der Gesellschaft und der EU zu schaffen. Unterschiedliche Sozialpolitiker. Wenn Sie eine Chance hätten, wie sollten Sie denn sein und wo siehst du dann diese soziale Hoffnung für Europa? Und noch eine Nebenfrage, da komme ich auf ein polnisches Beispiel zurück. Wir sehen doch alle, dass diese sozialpolitischen Komponenten zu einem gewissen Maße von einer Partei eingeführt werden, die, um ehrlich zu sein, mit Demokratie wenig zu tun hat. Wenn wir schon so viel über sozialpolitische Fragen sprechen, ist es nicht etwa so, dass die europäische Linke nicht etwa die Trommel schlägt für die Seite, die eher für radikale Sprüche bekannt wird? Wenn wir nicht nur im polnischen Kontext, aber europaweit im Kontext schauen, dann ist die Trennung in Linke und Rechte problematisch. Natürlich empfinde ich mich als Vertreterin der Linken, aber in der Zusammenarbeit mit verschiedenen europäischen Trägern, die sich so identifizieren, haben sozialdemokratische Programme, beobachte ich, dass die sogenannte alte europäische Linke nicht unbedingt unionfreundlich sein muss. Und der Brexit ist dafür auch ein gutes Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe von Vertreterinnen der Linken, die sich bis heute noch nicht eindeutig für Remain ausgesprochen haben. Aber das ist nicht nur ein britisches Phänomen. Die enttäuschte Linke, dass die EU sich als ein neues neoliberales Projekt erwiesen hat, dass das solidarische Versprechen nicht eingelöst wurde, diese schaut mit Sympathie in Richtung von Nationalstaaten als Welfare States und kehren dem Einheitsprojekt den Rücken. Ja, in Polen haben wir Probleme mit der Sozialpolitik. Man muss ja auch ehrlich davon sprechen. Manche Elemente der Sozialpolitik werden auch von der Rechten realisiert. Europaweit hat die Linke das Europäische nicht unbedingt für sich ausschließlich gepachtet. Da ist es mehr komplexer. Weil es um diese konkreten Politiken geht, die meiner Ansicht nach auftauchen müssen, damit das vereinte Europa keine neue Auflage eines neoliberalen Projektes wird, sondern dass es ein tatsächlich solidarisches Europa wird, mit dem sich Menschen verbunden fühlen werden. Ja, das hängt erneut mit den Migrationen, vor allem mit den Binnenmigrationen. Es ist nicht so, dass 1,5 Millionen Polen nach Großbritannien ausgewandert sind, weil sie von Großbritannien ihr ganzes Leben lang geträumt haben. Nein, das waren sozioökonomische Ursachen, vor allem verbunden mit der Lohn- und Gehaltslage in Polen. Und weiterhin werden die Migration von diesem Teil Europas nicht nur von dem Willen zur Migration, sondern von der wirtschaftlichen Lage bedingt. Ja, das Problem der Sozialisten in Frankreich ist, dass die Polen dorthin einwandern, sind gerne bereit, für niedrigere Gehälter und Löhne zu arbeiten. Und die Menschen reisen aus Polen aus, weil es hier keine menschenwürdige Gehälter gibt. Im Interesse der polnischen und im Interesse auch der französischen Bevölkerung ist, dass man in Polen endlich würdige Löhne und Gehälter sein, dass man einen europäischen Arbeitskodex oder einen europäischen Mindestlohn umsetzen sollte. Da gibt es eine ganze Reihe von Ideen. Ja, der Mindestlohn oder eine Bürgerdividende über die Lohnstandards und über die oder bis hin zu den Beschäftigungsstandards. Das ist das eine. Der andere Bereich, das ist die Gesundheit. Wiederum,
szczególna motywacja do migracji, Znam pracowników, ich wohne im polnisch-tschechischen Grenzgebiet und kenne viele Arbeitnehmer, die sich für die Beschäftigung auf der tschechischen Seite entscheiden, ein paar Kilometer weiter, weil dort die soziale Absicherung viel besser ist und die gesundheitliche Versorgung ist dort besser. Irgendwelche europäische Standards in der Gesundheit auf dem Arbeitsmarkt, das könnten Rudimente eines europäischen Staates sein, nicht so sehr identitätsmäßig. Das ist nicht der Punkt, dass man seine kulturelle Eigenheit nicht ersicht. Nein, im Sinne einer gleichen Bevölkerung, denn Ungleichheiten generieren Schwierigkeiten. Schwierigkeiten für Polen, das Schwierigkeiten mit fehlenden Arbeitnehmern hat, generiert Probleme für Frankreich zusammen mit dem Sozialdumping. Noch eine zur Überwindung der humanitären Krise im Zusammenhang mit Flüchtlingswelle. Die unkoordinierte Politik ist ein gefundenes Fressen für die Populisten, nicht dass es die Flüchtlinge gibt. In der jetzigen Situation stürzen sich die Nationalisten in Griechenland auf die Frage der Flüchtlinge. Dann haben die italienischen Nationalisten ihr gefundenes Fressen. Und dann erzählen davon auch jene Nationalisten, die noch nie irgendeinen Flüchtling in ihrem Leben gesehen haben, wie zum Beispiel in Polen. Und also das ist die Folge des Mangels einer solidarischen Politik, an der sich alle europäischen Länder beteiligen könnten. Dass das in Zeit und Raum erstreckt ist, ist das noch eine stärkere Motivation für den Populisten. Herr Professor, wie sehen Sie die europäischen sozialen Hoffnungen, das Europa von gestern für uns alle, demokratisch gleichzeitig? Ja, an Sie, Herr Professor, Professor Schröder. Ja, die Frage des sozialen Europas ist ja die Frage, ob es gelingen kann, den Kapitalismus, die Kräfte der Marktwirtschaft zu regulieren. Und die Europäische Union ist als Wirtschaftsunion gestartet auf der Grundlage der sogenannten negativen Freiheiten, der negativen Integration. Und die Politik und die Menschen, die über Europa nachgedacht haben, haben sehr bald festgestellt, wenn man diesen Prozess der Vermarktlichung, der Expansion des Kapitalismus über Europa befördert, braucht man aber auch ein Gegengewicht. Und das Gegengewicht ist nicht einfach die Sozialpolitik, sondern ist eine spezielle Form der Regulierung. Und da muss man jetzt, glaube ich, genauer auf die Aufgabe und die Kraft der einzelnen Institutionen schauen. Der Prozess der negativen Integration ist maßgeblich vorangetrieben worden durch den Europäischen Gerichtshof. Und in dem Maße, in dem der Europäische Gerichtshof die vier Freiheiten gewissermaßen in Verfassungsrang gebracht hat, also er hat die Freiheiten der Waren, der Dienstleistungen, der Personen, des Geldes in Verfassungsrang gebracht, ohne dass es dafür demokratische Debatten gegeben hat, ohne dass es dafür Öffentlichkeit gegeben hat, ohne dass es dafür die Auseinandersetzung gegeben hat, die wir aus den nationalen Debatten gemeinhin kennen, ist gewissermaßen hinter dem Rücken der Europäer ein Superkapitalismus entstanden. Und dieser Superkapitalismus mit seinen negativen Auswirkungen ist die große Herausforderung für Demokratie, für soziale Gerechtigkeit und für soziale Gleichheit. Weil in dem Maße, in dem dieser Prozess über das Europäische Gericht verlaufen ist und nicht über die Nationalstaaten und nicht über das Europäische Parlament, ist gewissermaßen eine Institution, die gar nicht im Scheinwerferlicht der öffentlichen Debatten steht. Also hier haben wir einige Beiträge gehört. Es ist niemals der Begriff des Europäischen Gerichtshofes gefallen. Aber der Europäische Gerichtshof
ist die entscheidende, treibende Gewalt, die die verfassungsmäßigen Rahmenbedingungen für das Übergewicht der negativen Integration geschaffen hat. Das heißt also, wenn man das so identifizieren kann, dann muss man natürlich in den Nationalstaaten beginnen, darüber sprechen, wie kann der Europäische Gerichtshof diesen Prozess auch wieder rückgängig machen. Ist es denkbar, dass es auch soziale Rechte gibt, die genauso eingeklagt werden können wie die wirtschaftlichen Rechte? Also die Bürger in den entwickelten europäischen Staaten erleben die Rechtsetzung des Europäischen Gerichtshofes als Momente des Turbokapitalismus. Also Beispiel, dann gibt es das Laval-Urteil, dann gibt es das Rüffert-Urteil und da wird dann festgelegt, dass der Staat nicht bestimmte Mindestnormen festlegen darf, weil diese Mindestnormen den wirtschaftlichen Freiheiten widersprechen. Das heißt, der Europäische Gerichtshof, der trägt dafür Sorge, dass es keine Behinderung der wirtschaftlichen Aktivitäten gibt. Er trägt aber nur unzureichend dafür Sorge, dass es genauso soziale Rechte, soziale Vetomöglichkeiten gibt. Und da ist ein Ungleichgewicht. Und das Ganze ist dann nochmal auf einer anderen Ebene, über die ja auch schon etwas gesprochen worden ist, die europäische Währung. Die europäische Währung baut auf ganz unterschiedlich leistungsfähigen Volkswirtschaften auf. Und damit ist eine sehr ungünstige Situation geschaffen. Man hat eine einheitliche Währung, hat aber ganz unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeiten. Und das heißt, die Betroffenheit ist sehr unterschiedlich. Für Deutschland ist die einheitliche Währung in den letzten Jahren super verlaufen. Für Italien war das gar nicht so gut. Also wenn man die italienische Entwicklung der letzten 20 Jahre sich anschaut, dann stellt man fest, die Italiener haben jetzt eine wirtschaftliche Leistung, die ungefähr dem des Jahres 2006 entspricht. Und das hat natürlich auch etwas mit der europäischen Währung zu tun, weil durch die Währung sind sie gefesselt und können keine Abwertung machen, können keine eigene Gestaltung machen. Und das führt wiederum bei den Bürgern zu dem Gefühl, sie sind Europa ausgeliefert und haben gar keine eigenen Handlungsspielräume. Damit habe ich jetzt nichts darüber gesagt, ob es eine Alternative gegenwärtig dazu gibt. Aber der Befund ist erstmal, dass es für die Volkswirtschaften, dass es für die Bürger, für die Demokratie eine Einschränkung ihrer eigenständigen Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Und wenn Gleiches nicht mit Gleichem gemessen werden kann, also wenn die Länder so unterschiedlich sind, dann hat das natürlich ein großes Problem. Aber mein entscheidender Punkt ist, soziales Europa ist insofern sehr wichtig, weil es die Möglichkeit gibt, soziale Mindestnormen festzulegen. Und das scheint mir die Aufgabe zu sein, die für eine progressive Agenda notwendig ist. Man kann nicht den nationalen Sozialstaat auf die europäische Ebene verlagern. Aber man kann dafür Sorge tragen, dass auf der europäischen Ebene eine harte Koordinierung über Mindestnormen stattfindet. Und das Wichtigste wäre zum Beispiel ein Mindestlohn, der in allen Ländern in etwa gleich ist. Und das heißt, gleich heißt jetzt nicht, dass in allen Ländern 12 Euro pro Stunde gezahlt werden, sondern dass in allen Ländern, so wie es der Beschluss des Europäischen Parlaments ist, ein Mindestlohn existiert, der 60% des Durchschnittslohnes in den jeweiligen Ländern darstellt. Und damit würde kein Land überfordert, aber es wäre klar, Europa ist auch ein sozialer Raum, in dem Mindestnormen existieren und diese Mindestnormen sind auch einklagbar. Das ist ganz entscheidend. Es ist nicht nur eine Empfehlung, es ist nicht nur eine Richtlinie, sondern es ist ein harter Rechtsanspruch, den die Bürger durch die Europäische Union vermittelt bekommen. Und zweitens könnte, also es ist übrigens auch Gegenstand des Koalitionsvertrages in der Bundesrepublik vom März 2018, dass die jetzige Bundesregierung sich dazu verpflichtet hat, einen Rahmen mitzugestalten, wie ein solcher Mindestlohn auf diesem Niveau des, ja, das ist eben die Frage, wie man das Niveau herstellt. Also Polen ist zum Beispiel sehr weit. Sie haben einen Mindestlohn hier, der liegt bei 47%, ist besser als in Deutschland. Also 47% des
durchschnittlichen Lohn. Das einzigste Land, was gegenwärtig die 60%-Marke erreicht, ist Frankreich. Das ist das einzigste Land. Aber es gibt Hoffnung für eine solche Strategie, weil wir haben in allen Ländern das System von Mindestnormen. Wir haben in 22 Ländern einen Mindestlohn. Und in den 6 anderen Ländern ist es auch so, dass es in der Regel sehr weit entwickelte Tarifsysteme gibt. Weil die Länder, die augenblicklich keinen gesetzlichen Mindestlohn haben, das sind eigentlich viel weiterentwickelte Länder. Das sind die nordischen Länder, das ist Österreich und das ist auch Italien, die recht gute Mindestnormen über Tarifverträge entwickelt haben. Und aufbauend auf dieser Idee der Mindestnorm könnte Europa auch eine zusätzliche Haltelinie entwickeln zu den nationalen Sozialstaaten. Weil die nationalen Sozialstaaten, die kann man nicht übertragen und das hängt wiederum mit dem System der Solidarität zusammen. Weil Solidarität setzt eine gewisse Nähe voraus, setzt eine gewisse Homogenität heraus, setzt eine gewisse Überschaubarkeit voraus. Also wenn die Volkswirtschaften zwischen Bulgarien und Luxemburg so unterschiedliche Leistungsfähigkeiten haben, dann wird man keine Umverteilung zwischen diesen Volkswirtschaften auf der sozialen Ebene hinbekommen. Man wird damit eher die nationalen Sozialstaaten schwächen. Und deshalb würde ich dafür plädieren, man muss die nationalen Sozialstaaten, so wie sie sind, die müssen sich weiterentwickeln und darüber hinaus muss es soziale Mindestnormen geben, um Sozialdumping zu verhindern, um deutlich zu machen, es gibt hier eine Verbindung zwischen den einzelnen Ländern. Ist natürlich nicht so einfach, weil die osteuropäischen Länder sagen zum Beispiel, wenn man so etwas macht, das behindert unsere Wettbewerbsfähigkeit. Weil damit haben wir schlechtere Chancen im Wettbewerb, weil wir wollen diesen Wettbewerb zulasten der Beschäftigten austragen. Da müsste eine Europäische Kommission, ein europäischer Rat sagen, genau das ist nicht das europäische Sozialmodell. Das europäische Sozialmodell kann nicht auf den Schultern der Beschäftigten sich entwickeln, sondern hier brauchen wir gewisse Mindestnormen und das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit muss dann über bessere Produkte, über bessere Technologien entwickelt werden. Und da ja die Mindestnormen sich an der Leistungsfähigkeit der einzelnen Volkswirtschaften orientieren, wäre es in diesem Sinne ja auch keine Benachteiligung von Volkswirtschaften, die noch nicht so entwickelt sind. Sondern es knüpft ja an die Leistungsfähigkeit der einzelnen Volkswirtschaften. Und dazu gehört natürlich nicht nur Mindestlohn, sondern auch die Grundsicherung. Das heißt also die Sozialhilfe, die das Existenzminimum beschreibt. Da wäre auch eine wichtige Aufgabe für die Europäische Union, hier stärkere Punkte zu verankern. Und die Europäische Union hat ja im Oktober 2017 mit dem europäischen Semester eine Entwicklung eingeschlagen, die etwas Anlass zur Hoffnung gibt. Weil man mit dem europäischen Semester der sozialen Rechte deutlich gemacht hat, dass zur Europäischen Union nicht nur die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zählt, sondern auch definierte Indikatoren sozialer Performance. Und diese Indikatoren sind auf 20 Indikatoren aufgelistet und systematisch transparent gemacht worden. Und im Zusammenhang mit dem europäischen Semester hat man auch erstmals eine Social Scoreboard-Karte entwickelt. Und das heißt, ein Ranking der Länder nach sozialer Qualität. Also inwiefern halten die einzelnen Länder soziale Standards ein. Und das ist, glaube ich, für die Kommunikation in den Nationalstaaten ein gutes Instrument zu zeigen, naja, wir sind unter den durchschnittlichen Normen der Europäischen Union. Und das sind ja Normen, das sind nicht absolute Werte. Und damit kann man dann auf der nationalen Ebene auch, glaube ich, gut für eine progressive Agenda werben. Und das ist die Grundlage für ein soziales Europa. Und der letzte Punkt, vielleicht der entscheidende ist, wenn es so ist, dass die Auseinandersetzung Arbeit-Kapital eine entscheidende Rolle spielt, dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern ist die Europäische Union in der Lage, die großen Monopole, die großen Konzerne zu regulieren und gegen Facebook, gegen Amazon und all diese großen Konzerne auch entsprechende
Positionen und Rechte einzuklagen und die auf Mindestnormen festzulegen. Und wenn Europa weiterkommen will als soziale Macht, dann braucht sie auch stärker in Zukunft das Instrument der Steuer. Das heißt, sie muss ein Stück weit mehr Staat werden, um selbst Steuern einzutreiben und auf dieser Grundlage dann zumindest in gewissen Bereichen dazu beizutragen, Infrastruktur zu fördern und auch soziale Rechte besser abzusichern. Die letzte Frage an Herrn Professor Ray. Ja, die sollten sich darauf beziehen, dass Europa von Mindeststandards ist es das, was mobilisierend wirken könnte und auch vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen mit dem Brexit. Ist das etwas, was die Menschen zur Wahlbeteiligung motivieren könnte? Das Europa, das Herr Professor Schröder hier geschildert hatte? Ja, ich weiß es. Ich weiß es nicht, ob das in Großbritannien helfen würde bei einem eventuellen weiteren Brexit-Referendum. Aber wie gesagt, diese Unterschiede in den sozialen Standards, Löhne, Gehälter, sie sind ein wichtiger Grund für diese Schwierigkeiten, für den Anstieg des Nationalismus und für die wachsenden sozialen Probleme. Wie könnte ein Ausweg aussehen? Ich denke, als wir in der EU zurzeit große Probleme haben, das, was wir sagen, dass wir in Richtung gemeinsamer Standards gehen wollen, dass wir eine vereinheitlichte Sozialpolitik verfolgen wollen, ähnliche Steuern. Das würde heißen, dass sich die EU in Richtung eines föderalen Staates entwickeln sollte, dass dadurch auch der Haushalt der EU aufgestockt werden sollte. Ja, der Haushalt der EU, das ist weniger als 1% des gesamteuropäischen BIP. Und die Probleme der letzten Zeit haben wir gesehen. Wir sehen, wie sich Polen verändert hatte dank der europäischen Fördergelder. Und die Tatsache, dass Polen in gewissem Sinne eine Art grüne Insel darstellt, diese Finanzspritze für Polen in Zeiten des Rückgangs von privaten Investitionen, ja, die PO und die PIS, die konnten dank der europäischen Fördergelder ihre öffentlichen Investitionen erhöhen. Diese Möglichkeit haben bis heute. Und das zeigt generell, welche Möglichkeiten generell mit der EU verbunden sind. Wenn wir über die Sozialpolitik sprechen wollen, dann müssen wir erstmal fragen, wo lauern die größten Gefahren für Europa heute? Ja, die größte Gefahr, das ist der Klimawandel. Das ist ein Problem nicht nur für Europa, aber das ist ein globales Problem. Und es wird häufig wiederholt. Es reicht nicht, dass eine Regierung aktiv wird. Natürlich sollte sie schon handeln, aber das reicht noch nicht aus. Somit bietet die EU eine Chance, aber sie bietet eine Chance nur durch eine entschlossene Erhöhung des Haushalts, sogar um 5-6%. Und dann wäre eine europäische Investitionspolitik möglich, eine Art Green Deal.
so wie das die Linke in den Staaten vorstellt. Und wir beobachten nun in China, investiert man zunehmend in erneuerbare Technologien, etwas, was wir in Europa noch nicht machen. Also das könnte vielleicht eine Kalibrisation für Europa sein, und dadurch könnte man vielleicht auch ein soziales System aufbauen, wo die Leute spüren würden, dass sie ein Teil des Europas. Auf der anderen Seite würde ich wiederum sagen wollen, vielleicht kontrovers klingen, wir verfolgen ein Projekt, und das ist, geht es um die Vision oder zwei Visionen der EU. Das eine ist, dass sich Europa in eine nationalistische Richtung entwickelt. Das andere, das ist das Programm von Macron, also Mindestgehalt, Mindestlohn, das sind Dinge, die er thematisiert. Aber generell sind das liberale Vorstellungen über die Zukunft. Eine seiner Forderungen ist, ein gemeinsames Grenzregime, um jetzt auch Flüchtlinge aufzuhalten. Oder eine weitere Forderung ist die europäische Armee. Was heißt das? Wenn wir die europäische Armee aufbauen, können wir gerne die Sozialpolitik vergessen. Um jetzt eine europäische Armee auf die Beine zu stellen, braucht man enorm viel Geld. Und Umkehrschluss würde das heißen, dass die Idee eines europäischen Sozialstaates das Geld unterlegt. Auch gleich vergessen, dass wir eine einheitliche Klimapolitik auflegen. Also, zurück zu meinem Anfang. Wir brauchen ein EU-Budget, die Aufstockung des Budgets, die Umverteilung von den stärksten Wirtschaften in Richtung Schwächeren, wie wir das zum Beispiel im Falle Polens beobachten können. Ja, und die Priorität sollte in der Bekämpfung des Klimawandels liegen. Gut. Das ist der Moment, wo wir das Mikro an Sie gerne weiterreichen. Vielleicht können Sie auch noch weitere Themen ansprechen, die wir hier von vorne noch nicht angesprochen haben. Bitte schön. Jacek Tuczkiewicz, Rentner. Ein sehr interessanter Meinungsaustausch. Folgendes Fazit ziehe ich, sollte es falsch sein, bitte mich zu korrigieren. Wenn wir ein sozialeres, demokratischeres, gerechteres Europa wollen, dann wird der Weg dahin über eine viel stärker integrierte EU und nicht über eine dezentrale EU. Also entweder gehen wir weiter in Richtung stärkerer Integration oder wir gehen in Richtung Desintegration, in Richtung Nationalstaat. Das sollte ich falsch liegen, bitte um Korrektur. Das Zweite, die Frage an Herrn Ray. Ich bin beeindruckt, ob das BBC-Features mit dem Brexit. Da wird nicht vom Brexit allein gesprochen. Zuletzt wird aber die Frage nach der Zukunft gestellt. Nach der Zukunft, ob die künftige Sozialpolitik oder ob die Entscheidungsprozesse, wie bis dahin Argumenten auf zivile Verantwortung, auf die zivilen Gesellschaften, auf harten ökonomischen Zahlen müssen werden, oder wird die künftige Politik Großbritanniens auf der Fähigkeit fußen, Emotionen zu wecken und Emotionen steuern zu können. Polen ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie demokratische Verfahren missbraucht wurde,
demokratische Verfahren zu Krankheit des demokratischen Systems wurden. Sie erlaubten eine Partei zu machen, die antidemokratisch ist. Ihr Hauptmotiv ist, Emotionen zu schüren und sie zu steuern. Der Regierungschef sagt von Anfang an, unser Ziel ist es, dass ihr Ruhe habt, dass ihr keine zivile Gesellschaft seid, dass ihr euren Mund halt uns nur regieren lässt. Ich habe auch neulich eine Reportage im polnischen Fernsehen gesehen über den Lehrern. Ich lebe schon so lange, aber eine solche Manipulation habe ich noch nicht erlebt. Ich sage das, um zu zeigen, wohin das herkömmliche demokratische System führen kann. Das hat er sich selbst zerbrochen. Wir kommen immer weiter von der demokratischen Gesellschaft. Vielleicht sollte man nicht davon sprechen, wie man die Europäische Union demokratisiert, aber wie man sie überhaupt retten soll. Eine Feststellung ist mir in den Sinn gekommen. Um über Demokratisierung sprechen zu dürfen, muss man erstmal darüber reden, ob die Mitgliedstaaten überhaupt imstande sind, ihre Kompetenzen, Zuständigkeiten der europäischen Ebene abzutreten. Solange sie das nicht wollen, gibt es nichts zum Demokratisieren. Frage an Sie, sehen Sie Gebiete, wo die Länder bereit wären, einen Teil ihrer Kompetenzen abzutreten? Sie sprachen über Arbeitsrecht, über Gesundheitsschutz, über Umweltschutz. Gibt es vielleicht noch etwas anderes, wo damit zu rechnen wäre? Und ein zweites, vielleicht sind wir nicht so weit, aber vielleicht können wir jetzt schon darüber oder sollen darüber nachdenken, dass die Formen der Demokratie auch Richtung direkte Demokratie gehen. Ist das schon die Zeit, wo man in Europa über manches nicht unbedingt den Gerichtshof oder die Kommission, sondern die europäischen Bürgerinnen und Bürger entscheiden lassen, dass die Bürgerinnen und Bürger eben über die Mindeststandards entscheiden, als gemeinsame Lösungen. Vielleicht wäre das dann einfacher, das zu implementieren, das zu respektieren und den Demos in Europa stärker zum Zuge kommen zu lassen. Radosław Czarnecki, ich repräsentiere hier die Medien. Zwei Fragen hätte ich. Es ist sehr viel über soziale Sphäre gesagt worden. Frau Dr. Dziemianowicz-Bąk sprach darüber, dass es eigentlich zwischen der Rechten und der Linke praktisch keine Unterschiede gibt. Da muss man aber wirklich ganz klar sagen, dass es die doch gibt. Die Rechte gibt Almosen, so wie es die Kirche praktiziert hat. Die Linke ist dafür da, um den Menschen als Subjekt hier zu Empowerment sozusagen. Das ist der Punkt. Meine Hauptfrage geht aber an Herrn Professor Schröder und an Herrn Professor Ray. Es ist nicht so weit, ist nicht die Zeit gekommen, dass die Europawahl nicht nach den Länderaufteilung stattfinden, sondern dass es endlich mal europäische Parteien gibt, allgemein europäische Parteien. Ich würde überhaupt kein Problem damit haben, irgendeinen Linken zu wählen, aus Spanien, aus der Bundesrepublik, aus Griechenland, Schweden oder wer auch immer. Das wäre, glaube ich, der Hauptschritt, um die Europawahl, die EU generell aufzuwerten als künftigen gemeinsamen Organismus. Dankeschön. Katarzyna Wieliczko ist mein Name. Noch eine Nachfrage zu den europäischen Medien. Das ist hier angerissen worden. Gab es überhaupt schon Versuche, so ein Projekt zu launchen? Wer könnte das machen? Wer könnte das tragen? Das ist durchaus wünschenswert, aber wie macht man das? Ich sehe noch eine Frage. Wojciech Wróblewski ist mein Name. Noch eine Dimension würde ich gerne in diese Debatte mit einbeziehen, und zwar
Das Wichtigste ist sicherlich der Klimawandel. Das ist hier angesprochen worden. Das halte ich für eine große Gefahr. Übrigens hatte Bruce O'Reilly darin eher eine Chance gesehen, interessanterweise. Aber die größte Hauptbedrohung sind die demografischen Fragen, das Altern. Europa ist ein alternder Kontinent. Und ich glaube, das nehmen wir allzu sehr gelassen, das nehmen wir allzu sehr auf leichter Schulter. Es scheint uns, naja, wir haben die Wahl, die Frage ist nur, wozu wir uns entscheiden. Das ist gar nicht so. Es gibt keine Wahl. Der demografische Wandel ist eine wirklich sehr akute Gefahr. Und jede Lösung, die vorgeschlagen wird, muss auch dieser Frage Rechnung tragen, inwieweit wir mit diesen Gefahren überhaupt fertig werden können. Okay, 8 Fragen sind gestellt worden. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich das für Sie Interessanteste herauspicken. Erste Frage, soll die EU nicht stärker integriert und nicht dezentralisiert werden? Zweitens, wir sollten nicht mehr darüber reden, wie wir Demokratie in Europa steigern lassen, sondern wie wir sie retten. Die Demokratie, meine ich. Dann die Frage, ob es noch Bereiche gäbe, wo Mitgliedstaaten einen Abtritt von Kompetenzen in Erwägung ziehen sollten. Stichwort direkte Demokratie als Alternative, nicht Europäische Kommission oder Parlament, sondern die Bürger. Dann die starke Differenzierung zwischen der Rechten und der Linken als Thema, die europäischen Listen für das Europäische Parlament, Stichwort europäische Parteien, ob das nicht die Bindung an die EU stärken würde, europäische Medien, wie könnte das aussehen, wer könnte das tragen, und der demografische Wandel, ob das nicht die zweite Riesenherausforderung, die vieles unter Fragezeichen stellt. So, vielleicht beginne ich jetzt mit der linken Flanke, mit Herrn Professor Ray. Danke schön. Die Frage, ob Europa stärker integriert oder eher desintegriert werden soll, kommt drauf an. Als die Troika und andere europäische Institutionen von Griechenland diese Austeritätspolitik erzwungen haben, der demokratischen Entscheidung der Menschen entgegen, da bin ich eher für Desintegration. Da haben die Institutionen etwas aufoktroyiert. Griechenland ist dazu verdonnert worden. Aber generell bin ich natürlich großer Freund der Integration. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, je nachdem, wie man es macht. Ich bin nicht dafür, dass das als eisernes Prinzip, abstraktes Prinzip gilt. Ob gut oder schlecht, muss die Integration werden. Es ist schon gut, dass wir in eine gute Richtung gehen. Das ist schon eine positive Richtung. Ich sprach über diese Dokumentation Brexit, wirklich sehr empfehlenswert, über den ganzen Wahlkampf vor dem Referendum, sehr beunruhigend, sehr irritierend, aber auch sehr gut gemacht. Und das ist wirklich so, wie Sie gesagt haben. Wie stark sich Emotionen ausspielen lassen. Warum kam es überhaupt zu diesem Brexit-Referendum? Es war früher für die Bevölkerung gar nicht wichtig. Schauen wir auf die Umfragen. Was sind die wichtigsten Fragen in dieser Zeit in der Europäischen Union? Die EU-Problematik kam an der 8.10. Stelle. Warum kam es zum Referendum? Es ging um Konflikt innerhalb der konservativen Partei und vor den Wahlen 2015 um diese Konflikte. Auszutragen haben die Konservativen entschieden, eben ein Referendum durchzuführen. Cameron und diese Fehlentscheidung, der absolut verantwortungsloseste britische Politiker der letzten Jahrzehnte. Es ging gar nicht um die große Frage, es gab keine Demos gegen die EU, wir wollen nicht, nein, den Menschen war es ziemlich egal, es gab diese Anti-Immigrationsstimmung, wie gesagt, es ging alle um die internen Bewegungen in Europa und es gab dann diesen Rechtsruck, aber es ist
hundertprozentig ausgespielt worden, um die Macht zu behalten auf der Seite der Konservativen. Warum es jetzt keinen Deal gibt, weil die Konservativen, die Tories, so gespalten sind. Und wir sind nach wie vor sozusagen am selben Punkt. Einem dafür halten sollte es vorgezogene Wahlen geben, damit die Labour gewinnt und Jeremy Corbyn zum Premierminister wird. Das ist aber schon eine ganz andere Geschichte. Stimme ohne Mikrofon, die die Leute leider nicht hören. Ja, sie hatten die Vision, dass das stärker demokratisch wird, dass es eine Rückbesinnung gibt auf die alten Werte, dass die Macht wieder an die Bevölkerung abgibt. Das waren alles Lügen. Das war alles gelogen, aber die Menschen haben sich darüber überzeugen lassen. Sie waren nicht imstande, das durchzuführen, diese ganze Remain-Kampagne. Sie hatten nur allgemeine, abstrakte Losungen nach dem Motto, es ist so toll, in der EU zu sein, lasst uns bleiben. Vision als solche hat es nicht gegeben. Okay, ja, es gab schon eine Vision, aber eher auf der Seite der Brexiteers. Was die direkte Demokratie, naja, ich habe jetzt eine gewisse Abneigung oder gar Phobie gegen Referenden, Volksabstimmung. Ich bin nicht ganz strikt dagegen, aber ich muss ehrlich eingestehen, das ist alles mit Vorsicht zu genießen, denn die Konsequenzen können wirklich sehr verhängnisvoll sein. Aber nach Maßgabe der Möglichkeiten könnte man das schon überdenken. Ich bin da aber kein Experte in den Sachen. Ich weiß nicht, von wem die Frage kam, von Radek. Es ist schwer sich vorzustellen, eine europaweite Wahlliste. Es ist eigentlich schade, dass die Linke diesen Weg nicht eingeschlagen hat, denn wir sind jetzt in einer Situation in Europa, wo die Schwäche der Linken in vielen Ländern wirklich ein Fakt ist, dass die sozialdemokratischen Parteien, die noch weiter links liegenden sozialistischen Gruppierungen, dass diese Strömung nicht einer Fahne zur Wahl gehen können, einer europäischen Liste. Das ist vielleicht utopisch. Die Linke hat es auf sich, dass sie so gespalten sein muss. Das ist schon unser Grundsatz, dass wir gespalten sind. Aber angesichts solcher Gefahren wäre das wirklich sehr, sehr wertvoll. Vielleicht schaffen wir das in 5 Jahren. Vielleicht würde das gehen, um zu zeigen, wir sind anders. Wir sind anders als die Konservativen. Es ist nicht wichtig, aus welchem Land du kommst. Wichtig ist, was für Weltanschauung du hast. Das wäre ein guter Schritt, glaube ich. Dr. Agnieszka Dziemianowicz. Tak to, auf die Frage, dass demokratische oder soziale Europa zu erreichen ist durch den Weg der Integration des Föderalismus, ja, mit dem Vorbehalt, denn wenn ich von einer stärkeren Integration denke, da denke ich an eben Mindeststandards, Koordination, da geht es gar nicht daran, dass man das Modell der Staatlichkeit 1:1 überträgt, sondern vielmehr geht es mir um eine eher und stärker koordinierte Politik. Und ehrlich gestanden sehe ich kaum einen anderen Weg zum sozialen Europa, denn der Aufbau einer Sozialpolitik auf Landesebene stößt auf seine Grenzen oder, wie Sie das hier gesagt haben, wird das von den rechten oder bürgerlichen Parteien in Polen missbraucht und das ist kein menschliches Verhalten. Auch ich möchte den Film erwähnen, ich habe ihn auch gesehen und möchte ihn sehr wärmstens empfehlen. Der Film zeigt vor allem, wie wirksam eine desillusionierende Propaganda sein kann. Und das ist mit Sicherheit eine der größten
eine der größten Herausforderungen, in Europa ihre Stirn bieten muss. Diese Desinformationspolitik, die Fake News, die fortschrittliche, liberale, fortschrittliche Seite konzentriert sich sehr stark auf das sogenannte Fact-Checking. Das ist okay, aber das reicht nicht aus. Ja, die Moderatorin bestätigt, das ist absolut notwendig. Aber das Problem ist, Empfänger soll nicht die emotionale, sondern die rationale Ebene sein. Das ist ein Informationskrieg und die Frage, wie man ihn gewinnen könnte, ist eine sehr schwierige. Man kann partielle Antworten geben, Bildung mit kritischem Denken, aber auch das ist zu wenig. Allein Bildung reicht schon nicht aus. Ja, die Frage einer europäischen Sicherheitspolitik, da können wir uns gerne darüber streiten, ob man eine europäische Armee aufbauen soll oder auch nicht. Aber eine Sicherheitspolitik, auch die digitale Sicherheitspolitik, ist mit Sicherheit ein sehr wichtiger Aspekt und ein sozialeres, ein demokratisches Europa sollte das nicht vernachlässigen. Und das Dritte, das ist die Frage einer technologischen Kontrolle oder der Kontrolle großen internationalen Konzerne. Das ist auch die Frage der Zukunft. Und das muss sich die EU als Ganzes stellen, denn das verstärkt die Möglichkeiten einzelner Staaten. Also der Fortschritt, Automatisierung und die Kontrolle der neuen, modernen Informationstechnologien. Und das steht in Verbindung mit der Frage der direkten Demokratie. Direkte Demokratie soll nicht vernachlässigt werden, aber um verantwortlich sagen zu können, dass das der richtige Punkt ist, um darauf zurückzugreifen, da muss man entsprechende Instrumente der Sicherheitspolitik haben, denn die direkte Demokratie ist besonders gefährdet von Manipulationen und dann kann es zum Instrument von absolut nicht demokratischer Kräfte. Und dann noch die Frage nach den Bereichen, die abgedreht werden könnten. Darüber kann man noch diskutieren. Aber in Wirklichkeit sprechen wir von zweierlei Möglichkeiten der Kompetenzabtretung. Einmal A, die Zustimmung für europaweite Mindeststandards und ihre Achtung und zweitens die Definition von Bereichen, die nicht umgesetzt werden können ohne eine integrierte Zusammenarbeit. Da haben wir hier den Klimawandel erwähnt, das lässt sich, diese Herausforderung kann nicht aufgenommen werden ohne eine starke und koordinierte Zusammenarbeit. Wenn wir mit den Multis oder mit den Steuerparadiesen kämpfen sollten, dann ist Polen, Portugal damit überfordert. Also somit ist das eine absolut notwendige Zusammenarbeit. Wenn ich das gesagt habe, bin ich unverständlich, aber ich glaube nicht gesagt zu haben, dass es keinen Unterschied zwischen der Linken und der Rechten gibt, das heißt zwischen der Linken und den bürgerlichen Parteien. In den Diskussionen, die in Europa zurzeit laufen, ist die Trennung nicht so klar. Die Achse, man kann nicht sagen, dass die Achse zwischen den europafreundlichen und europaskeptischen, dass das zwischen der Linken und zwischen der Rechten Nein. Das europäische Modell wird anders kritisiert, das rechtsistische Motive. Das sind häufig auch neoliberale Motive. Ja. Die EU, so wie sie heute kennen, ist unzureichend, oder dass man sie radikal sollte. Aber das ist noch lange noch kein Grund dafür, dass man darauf völlig verzichtet. Aber das war der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, dass diese Unterscheidung nicht so einfach ist.
Und auch die Medien habe ich mich notiert, europäische Medien. Ich denke, dass das eher die Frage an unsere Moderatorin ist. Ich kenne keine Versuche europäischer Ebene. Ich kenne viele Bottom-up-Initiativen, Vernetzung von Organisationen, NGOs bilden und auch die anderen versuchen, sie öffentliche Debatte über europäische Themen auf supranationalen Ebenen anzubahnen, aber das ist alles nur was ich erwähnen wollte, das war nur die Feststellung dieses Mangels. Ja, das ist absolut notwendig, wenn wir von einer europäischen Bevölkerung, von einer europäischen Gesellschaft sprechen wollen. Denn neben Bildung ist das ein weiteres wichtiges Element. Ohne das eine europäische Zivilgesellschaft, europäische Öffentlichkeit nicht möglich ist. Damit das nicht gefährlich wird, muss es auch dezentralisiert werden mit vielen Bottom-up-Initiativen, die sich dann vernetzen. Ich habe noch kein fertiges Rezept dafür. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir dieses Element noch vermissen lassen. Ja, und Herr Professor Schröder noch. Ja, vielen Dank. Es gibt ja auf der einen Seite die wirklich sehr schwierige Lage Europas im Sinne, dass der Zusammenhalt Europas in Gefahr ist. Brexit, Katalanien, regionalistische Bewegungen, Rechtspopulismus als wirkliche Sprengsätze, die das europäische Modell, so wie es bisher sich entwickelt hat, in Frage stellen. Wir haben 7 Länder in Europa, in denen Rechtspopulisten an der Regierung beteiligt sind. Also nicht mehr nur eine Stimmungslage, sondern eine direkte Einflussnahme. Es gab in der letzten Woche ein Spitzentreffen in Italien, wo die großen rechtspopulistischen Kräfte die Muskeln haben spielen lassen und gesagt, wir werden jetzt gemeinsam voranschreiten. Also der Zusammenhalt ist gefährdet, Euroskeptizismus ist in die Politik auf der obersten Ebene eingezogen und auf der anderen Seite sind die großen Herausforderungen, die man vermutlich nur europäisch lösen kann. Also Europa macht 5% der Weltbevölkerung aus und die weitere Entwicklung wird so sein in 20 Jahren vielleicht noch 3% der Weltbevölkerung. Das heißt also, wenn man die wesentlichen Fragen nicht gemeinsam hinbekommt, und das ist vermutlich Klima, das ist die Frage der Wirtschaftspolitik, der Industriepolitik, der Entwicklung eigener Standards, um in der internationalen Konkurrenz einen eigenen Standpunkt zu haben. Und das ist nicht einfach wie in der alten Welt der Montanunion, die Rohstoffe, sondern es ist natürlich sehr stark die Frage, wer beeinflusst die Welt im Sinne der Medien? Wer hat die Medien in der Welt in der Hand? Weil wir haben natürlich eine europäische Öffentlichkeit über CNN zum Beispiel. Also es gibt amerikanische Sender, die sowas wie eine europäische Öffentlichkeit herstellen, aber es gibt keine originär europäische Öffentlichkeit. Und insofern sind das Aufgaben, die man gemeinsam angehen muss und auch gemeinsam angehen kann. Und von der strategischen Seite bedeutet das ja, dass man jetzt nicht sagen kann, naja gut, weil der Prozess der Integration ins Stocken geraten ist und die Renationalisierung als große Bedrohung im Raum steht, dürfen wir jetzt nichts mehr tun. Sondern Demokratie ist ja immer Zustimmung erreichen und die Dinge gut voranbringen. Also man wird Demokratie nicht dadurch stabilisieren und weiterentwickeln, indem man nur emotionalisierte Zustimmung erreicht, sondern Demokratie wird nur eine Chance haben, wenn sie gleichzeitig auch Probleme löst. Und da muss man jetzt mal klären, was für Probleme kann Europa lösen, die die Nationalstaaten nicht alleine lösen können. Und in diesem Prozess muss man, glaube ich, lernen aus dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Ich bin strikt gegen direktdemokratische Elemente auf europäischer Ebene. Wir sollten uns da auch keine Naivitäten gönnen, weil es ist ganz klar, dass bei der
Fähigkeit der Demagogen und der interessierten Kräfte. Direktdemokratie heißt, dass es gegen vernünftige Lösungen eingesetzt wird. Und das Prinzip, was Europa stark gemacht hat, ist das der Deliberation, ist das der Komitologie. Das heißt also innerhalb der Expertengremien gute Lösungen vorbereiten. Damit aber gute Lösungen auch demokratische Lösungen sind, muss man sie auch diskutieren können, muss sie auch öffentlich prüfen können. Und das wird man wiederum stärker auf der nationalstaatlichen Ebene in Kooperation mit der europäischen Ebene. Das Schwergewicht wird vermutlich die nationalstaatliche Ebene sein. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben eigentlich gar keine Europawahlen, wir haben nationale Wahlen. 200 Parteien versuchen ihr eigenes Ding zu machen, um für Europa, für sich selbst etwas rauszuholen. Aber man könnte natürlich schon sagen, wir versuchen stärker auch die Bündelung europäischer Agenturen, europäischer Parteien anzustreben, um die nationalstaatliche Ebene zu ergänzen, nicht zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Da meine ich, ist schon noch Luft nach oben. Also auf die strategische Ebene wieder zurückgebracht, man braucht Europa und muss Europa weiterentwickeln. Es kann nicht stehen bleiben, aber man muss die richtigen Dinge tun. Und die richtigen Dinge tun heißt, klarer herauszuarbeiten, was man gut machen kann, und klarer sehen, was man nicht machen sollte. Und mit der Flüchtlingskrise hat man ja gesehen, wo die Grenzen liegen. Weil wenn Europa zum Sündenbock wird und die Leute das als Legitimation dafür nehmen, Renationalisierung zu fordern, dann ist das ein Papyrussieg. Also deshalb muss man schauen, dass man die Dinge tut, die Europa besser tun kann als die nationalen Agenturen und Regierungen. Das ist auf jeden Fall Klima, das ist die ganze Frage Industriepolitik. Wir hatten gerade jetzt wiederum ein Beispiel, wo durch die Europäische Kommission eine europäische Lösung verhindert worden ist, wo es um das Zusammengehen von Alstom und Siemens in der Entwicklung neuer Hersteller von Eisenbahnzügen ging. Das ist natürlich ein Problem. Wir brauchen schon große europäische Champions, die in der internationalen Landschaft mitspielen können. Weil wenn Europa keine eigenen Champions hat, keine eigenen Standards, dann werden sie gegenüber den Vereinigten Staaten und gegenüber China keine Chance haben. Also es geht nicht nur einfach um unsere Konflikte hier, aber gleichzeitig sind die Konflikte hier, die kulturellen, die identitären Konflikte, Hindernisse auf dem Weg, um ein gleichberechtigter Player in der Weltgesellschaft zu sein. Und deshalb muss Europa ja beide Dinge zusammenbringen. Einerseits die kulturelle Integration und die ökonomische und die soziale Integration. Und die kulturelle Integration ist ja nicht von ungefähr jetzt ein großes Problem geworden, weil Europa ja nicht nur die Expansion der Liberalisierung, Deregulierung und des Kapitalismus vorangebracht hat, sondern auch eine kulturelle Standardisierung, die von den einzelnen Nationen, von den Bürgergesellschaften abgelehnt wird. Und deshalb muss man gerade in der kulturellen Frage überlegen, ob man da nicht den nationalen, regionalen Räumen mehr Autonomie wiedergibt und weniger versucht, in diese Bereiche hinein zu regieren. Weil wenn das nicht gelingt, hat man zu viel Treibsand, zu viel Vetomacht und das wird das europäische Projekt verändern. Und da ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zwischen links und rechts. Weil Europa insgesamt ist ja ein technokratisches Projekt. Insofern könnte man sagen, Europa war immer schon der dritte Weg. Es ist weder konservativ noch links, sondern es ist eine technokratische Superstruktur. Und die Frage ist, ob man dieses Europa ein Stück weit stärker in die linke Richtung bringen kann, indem man Autonomie, Minderheitenschutz und Formen der Emanzipation zum Gegenstand macht, aber das mit einem realistischen Blick für die Weltgesellschaft. Und die Weltgesellschaft heißt, draußen vor unseren Türen passieren viel dynamischere Dinge als hier. Also wenn man die Alterung, die demografische Struktur sich anschaut, augenblicklich ist Europa auf 2,3 Beschäftigte Einrentner, also 2,3 erwerbstätige Einrentner. In 50 Jahren wird auf einen Rentner 0,9 Erwerbstätige kommen. Das sieht in Afrika ganz anders aus, das ist ein ganz junger Kontinent, das sieht in China ganz anders aus
und es sieht in den Vereinigten Staaten ganz anders aus. Das heißt also, man muss schon ein Interesse haben, wie man hier auch eine andere Demografie wieder herbekommen kann. Weil diese Demografie spricht für Erschöpfung, spricht für eine Schwierigkeit in der Weiterentwicklung dieses Kontinents, weil ein Kontinent muss auch und eine Gesellschaft muss von einer gewissen Dynamik, einer gewissen Spannung zwischen den Generationen leben. Und wenn das Mischungsverhältnis da stark in eine pathologische Richtung geht, dann scheint mir das keine gute Basis zu sein, um einen New Green Deal oder eine zukunftsorientierte Investitionspolitik hinzubekommen. Und deshalb nochmal am Ende, wir brauchen ein durchaus demokratisches Europa mit starken Nationalstaaten. Weil aus den Nationalstaaten wird, glaube ich, die Kraft für Europa gedeihen können. Aber die Nationalstaaten sind andere als die der Vergangenheit, weil sie müssen selbst auf Europa hin orientieren und müssen wissen, wo ihre Grenzen auch sind. Weil die Nationalstaaten können nicht mehr die Nationalstaaten des 19. oder 20. Jahrhunderts sein, sondern es müssen Nationalstaaten sein, die wiederum selbst wissen, gewisse Dinge können wir tun, aber viele Dinge können wir nicht mehr tun. Dafür brauchen wir die anderen, dafür müssen wir uns koordinieren und dafür brauchen wir ein durchaus demokratisches, soziales Europa, was auch eine starke Wirtschaftskraft ist und was vor allen Dingen in den neuen Technologien auch seine Fundierung, seine Einbettung hat. So, vielen herzlichen Dank für diese sehr facettenreichen, unterschiedlichen Perspektiven, Sichtweisen auf das eine große globale Thema. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen, für sehr spannende Fragen, den Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern für interessante Aussprache, auch an die Moderatorin Agata Stechnak, auch vielen Dank für die gute Gesprächsleitung. Ich glaube, was wir bei dieser heutigen Debatte erreicht haben, was in der polnischen öffentlichen Debatte sicherlich defizitär ist, das ist die Wahrnehmung der europäischen Problematik nicht aus der Perspektive unseres Landes, sondern eher aus der europäischen Perspektive. Die polnische öffentliche Debatte ist sehr stark auf die Position Polens in der EU fokussiert. Was ich vermisse, was wir vermissen, ist die Frage, wir als Europäer, welches Europa wollen wir? Und ich glaube, bei der Europawahl, jetzt geht es nicht so sehr darum, ob Polen in der EU bleibt oder nicht. Nein, das Europäische Parlament wird darüber entscheiden, wie dieses Europa sein wird, ob es demokratischer und sozialer sein wird. Das ist, glaube ich, der höchste Einsatz in diesem Spiel. Vielen herzlichen Dank. Der Verlauf der Debatte ist aufgezeichnet worden. Deswegen leiten Sie bitte an diejenigen, die nicht kommen konnten, die Information weiter. Es gibt eine Videoaufzeichnung gegeben. Die Publikationen, wie gesagt, sind auch zu haben. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und noch ein großer Dank Richtung Dolmetscherkabine. Die Dolmetscher haben mit großer Professionalität uns diese Debatte ermöglicht. Vielen herzlichen Dank. Auch wir danken Ihnen ganz herzlich.